Herzlich willkommen. Erstmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete auch Beratungen an, auch Videoberatungen. Diese Videoberatungen bleiben anonym, weil ich veröffentliche das mit Nicknamen. Nach Wunsch kann ich die Videos sogar so anfertigen, dass sie bekommen die Zugangsdaten und kann niemand öffnen. Diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo. Meine Klientin heißt Anna und sie möchte ein Geburtshoroskop für ihre Tochter Timea. Liebe Anna, ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen, ich tue mich leichter, all das zu erklären. Und das ist dein Video bzw. die Video von deiner Tochter, weil hier schauen wir an die Geburtshoroskop von deiner Tochter Timea. So viel von ihr kann ich erzählen, sie hat sich verliebt im Urlaub, alles wunderschön, passt alles gut zusammen. Plötzlich meldet sich von Ausland, natürlich wo sie im Urlaub war, eine Dame und schickt ein Foto von sich und von den Kindern und beschimpft deine Tochter Timea. Der Herzensmann, nennen wir mal als Herzensmann, gibt es nicht zu, dass er eine Beziehung mit dieser Dame noch hat. Das ist ein Ex. Wir haben auch die Legung gemacht zum Schauen und bei der Kartenlegung kam auch raus, das handelt sich hier um Intrigen von seinem Ex. Aber schauen wir mal das alles auch astrologisch an. In diesem Moment, wo deine Tochter Timea geboren ist, ist in diesem Augenblick die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen. Das bedeutet, die Tierkreiszeichen Löwe begrüßt deine Tochter hier auf die Erde und bekommt diesen Einfluss von Tierkreiszeichen Löwe. Ich könnte das so beschreiben wie ein Kostüm. Und sie trägt dieses Kostüm in ihrem Leben, in dieser Lebensbühne. Und das prägt natürlich ihre Persönlichkeit, weil so wird sie wahrgenommen. Natürlich, die Tierkreiszeichen Löwe ist schon eine königliche Zeichen und eine Löwe geborenen Mensch oder jemand mit Löwe Aszenden kann man nicht übersehen. Man hat auch dieses Bedürfnis, in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, deine Tochter wird immer wahrgenommen, ob ihr das bewusst ist oder nicht bewusst, sie hat diese Auftreten, die hat diese Ausstrahlung. Sie ist im Waage geboren, in Tierkreiszeichen Waage. Und natürlich kommt noch die Waageneigenschaften dazu und sie hat nicht nur die Sonne im Wagen, sondern einige Planeten im Waage. Das ist die Schönheit, die Kreativität, die Harmonie und das kommt auch noch dazu. Also das heißt, sie wird wahrgenommen, die Menschen finden sie anziehend, auch schön, ästhetisch, weiblich und hat eine Ausstrahlung, was sorgt für Wärme und Harmonie. Man könnte sagen, sie ist beliebt. Ihr Mond, was ihre Gefühle betrifft, befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich, das ist ein bisschen zurückhaltend oder vielleicht manchmal sogar schüchtern. Das passt nicht so zu dem Aszendent Löwe. Das sind andere Eigenschaften, andere Charakterzüge.
immer noch im Bereich auch erste Haus, gehört auch zu ihren Persönlichkeit. Natürlich geht es um die Neigung, auch zu sich selbst ein bisschen kritisch zu sein. Und da würde ich sagen, mehr diese Löwe-Eigenschaften leben, besonders wenn es um Partnerschaft geht, in Ausstrahlung geht. In anderen Bereichen, wie die berufliche Situation, bei Forschung oder bei Lernen oder bei Wissen oder etwas zu, natürlich hilft die Jungfrau-Eigenschaften. Aber ist auch sehr schön, weil das hält auch alles in Ordnung. Also das ist eine gewisse Mischung. Wenn es um die Liebe-Partnerschaft geht, dann würde ich eher raten, diese Löwe-Charakterzüge rauszuholen, weil dafür bekommt sie die Bewunderung. Das Leben bleibt nicht stehen, sondern das bewegt sich. Das ist das Fluss des Lebens und wir machen Lebensschritte. Und das kann man astrologisch auch einordnen, das sind die 7-Jahren-Periode. Und wenn ich das berechne, welchem Boden sie sich gerade bewegt, welche Einflüsse hat durch diese Lebensperiode, sie befindet sich gerade im Zeitwassermann. Das heißt, es vieles in ihrem Leben, die Einflüsse von außen kommen, was man zuordnen kann zu Tierkreiszeichen Wassermann, wie tolle Ideen, außergewöhnliche Ereignisse, unerwartete, plötzliche Ereignisse, so wie diese Liebe, diese Begegnung, war auch nicht geplant, es kam von heiterem Himmel, dass die beiden sich verliebt haben im Urlaub. Und natürlich diese Wassermannzeit sorgt dafür, dass man außergewöhnliche Ereignisse hat, was das plötzlich kommt oder unerwartet kommt, dann kommen auch Veränderungen und Umbrüche. Dazu ist noch wichtig zu betonen, dass diese Wassermann-Zeichen, wo sich ihre Lebensschritte gerade macht, ist nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch in der Liebe-Partnerschaft, weil in diesem Bereich befindet sich die Deszendent und das ist ein Symbol für du, also die Seelenpartner oder Seelenpartnerin bei männlichen Horoskopen. Natürlich, das ist die Tor zu die Partnerschaft. Also das ist ihr Lebensuhr gerade. In diesem Boden bewegt sich, das sind die Lebensschritte dieser 7-Jahren-Periode. Bei ihm weiß ich das nicht, weil dazu brauche ich die Uhrzeit, die Geburtsuhrzeit, das zu bestimmen, weil das wird berechnet von Aszendent aus gesehen. Also bei ihm weiß ich das nicht. Was auch noch wichtig ist, zum Erwähnen, dass Aszendent Löwe hat sie, Deszendent Wassermann hat sie und in diesem Bereich bewegt sich gerade die karmischen Knoten, die Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten, die Lernaufgabe, die neue Erkenntnisse. Diesem aufsteigenden Mondknoten ist zurzeit bei Tierkreiszeichen Löwe. Das bedeutet bei jeder Löwengeborenen, jede, wo Aszendent Löwe hat oder die Mondknoten im Löwe befindet, natürlich wirkt das. Also es ist kein Zufall, weil das sind karmische Erinnerungen, weil die absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert, bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann, also das Tor des 7. Hauses, das Tor zu die Partnerschaft. Und weil hier um alten karmische Erinnerungen kommen, hoch, gerade, wird das aktiviert. Ich würde sagen, dass diese Begegnung im Urlaub mit ihrem Herzensmann auch kein Zufall ist, sondern es handelt sich um karmische Begegnung. Ihr Aszendent, also die Geburtsmoment in Tierkreiszeichen Löwe, wird bestrahlt von einem Stern und dieser Stern heißt Alkenubi.
Also wirkt auf dem Geburtsmoment, wirkt auf ihren Leben, weil das hat eine Bedeutung, welche Sterne wirken in diesem Augenblick, wo sie ihren ersten Atemzug geholt hat. Und diese Algenubi, diese Sternalgenubi, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und es ist der Kopf der Löwe. Also die klare Verstand oder Gedanken machen. Das Selbst entdecken. Das Selbst, weil natürlich die Tierkreiszeichen Löwe hat eine Bedeutung, eine symbolische Bedeutung für unserem Selbst. Warum? Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist ein Symbol für unserem Selbst. Und es ist auch wichtig, dass wir mal uns selbst in die Mitte stellen. Weil das ist die Aufgabe eigentlich, die Mitte zu sein. Und das heißt nicht egoistisch zu sein, sondern mit uns selbst bewusst zu sein. Wir brauchen die Selbstbewusstsein und auch die Selbstvertrauen. Und das symbolisiert die Tierkreiszeichen Löwe und natürlich auch die Sonne. Astromedizinisch hat die Sonne einen Bezug zu unserem Herz. Und unserem Herz hat auch eine große Bedeutung, weil da ist eine Schatztruhe und alles ist dort geschrieben, was wir mögen, was wir lieben, unserem Herzens Angelegenheiten. Und wir sollen in dieser Schatztruhe auch mal was suchen. Was steht da alles geschrieben? Und versuchen danach zum Leben, weil das befreit uns. Das sorgt dafür, dass wir ein glückliches, zufriedenes Leben leben, weil wir auf unserem Herz hören. Natürlich ist die erste Linie die Liebe, Partnerschaft. Aber auch andere Bereiche auch, die Liebe zu den Eltern, Familie oder die Liebe zur Berufung, die Liebe zu Haustiere, die Liebe zu einem Hobby oder auf Reisen. Jeder Mensch hat andere Wünsche, andere Sehnsüchte und wir sollen danach richten. Es ist vielleicht nicht immer alles erreichbar, aber wenigstens bemühen, das zum Erreichen. Das stärkt unserem Selbst. Und es ist in unserem Herzen geschrieben und es hat schon eine Verbindung zu Tierkreiszeichen Löwe, weil sie strahlen das aus. Und eine zufriedenen Löwe, natürlich gibt sehr viel Herzenswärme. Das ist die Ausstrahlung und das ist die Stärke für die Löwengeborenen, das ist die Stärke, die wo Aszendent Löwe haben. Und das hat deine Tochter. Gegenüber liegt das Deszendent und das ist der Bereich Du, der Tor für die siebte Haus, das Haus, die Partnerschaft und Ehe. Ich habe keine Beweise, sondern das ist meine Intuition, was mir sagt, dass wir in diesem Moment, wo wir geboren sind, also die Neugeborenen, haben noch viele karmischen Erinnerungen und ich bin davon innerlich so was überzeugt, dass in diesem Moment, wo wir geboren sind, bekommen wir einen Spiegel. Und diesen Spiegel, was wir astrologisch Deszendent nennen, in diesem Spiegel erblicken wir unserem Seelenpartner oder Seelenpartnerin, weil das haben wir alle. Und natürlich geht das, es bleibt nicht im Bewusstsein, sondern es übergeht in unserem Unbewussten. Aber unbewusst spüren wir das alles. Und bei einer Begegnung, gerade eine karmische Begegnung oder eine seelische Begegnung, dann kommen diese Erinnerungen, weil die Seele spürt das alles. Und so wie du diese wunderbare Liebe, diese wunderbare Begegnung auch beschrieben hast, ich denke mal so, dass die beiden verbindet auch diese seelischen
Also eine karmische Begegnung. Und das bestärkt mich auch, das Glaube daran, weil gerade in diesem Bereich Löwe-Wassermann bewegt sich die karmische Knoten, die aufsteigende im Löwe, die absteigende alte karmischen Knoten in Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, die Deszendent spiegelt, dass du das Herz ist Dame oder das Herz ist Mann oder Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und in diesem Punkt, wo dieser Deszendent steht im Horoskop, wird auch bestrahlt von einem Stern. Und dieser Stern heißt Nashira. Die Name kommt von Arabischen und die Bedeutung ist die eine gute Nachricht bringt. Diese Nashira ist ein Glücksstern. Das heißt, wenn sie sich öffnet für die liebe Partnerschaft, öffnet sich diese geheime Tor. Diese Nashira, diese Stern Nashira, bringt ihr Glück. Im Horoskop, in ihrem Horoskop im Allgemeinen ist sehr schön und harmonisch. Sehr schöne Verbindungen. Aber ein Spannungsaspekt hat sie. Eine Spannungsaspekt. Und das ist gerade zwischen Venus und Mars. Und es handelt sich um Liebe, Partnerschaft. Natürlich. Die Mars ist die männliche Liebesplanet, Venus ist die weibliche Liebesplanet und die beiden stehen in Spannung. Aber es gibt immer eine Lösung. Für diese Spannungen gibt auch eine Lösung. Und das ist schon die goldene Mitte. Und es befindet sich im Bereich Jungfrau-Waage, in diesem Grenzbereich Jungfrau-Waage. Das heißt, die Liebepartnerschaft in Ordnung zu bringen und auf die Harmonie achten. Und natürlich durch die Waage, auch die Luftelement, auch diese Leichtigkeit, mit Leichtigkeit betrachten und natürlich für die Harmonie sorgen und im Vertrauen bleiben und betonen, auch wie wichtig die Partnerschaft ist. Das ist auch die Tierkreiszeichen Waage, ein Symbol für Partnerschaft. Und natürlich ein bisschen Waage kommt noch dazu, das alles in Form zu bringen, in Ordnung zu bringen oder etwas bereinigen. Hier bei diesem Fall handelt es sich auch um Intrigen auch. Wen glaubt man überhaupt? Das, was die Ex schreibt? Oder vertraut man auf diesem Herzensmann? Und das ist wichtig, das in Ordnung zu bringen. Also das ist die Lösung. Das ist die Lösung bei diesem Spannung. Es gibt nochmal eine Lernaufgabe hier, diese Spannung zu auflösen und das ist die Mars-Energie. Warum? Man könnte sagen, warum nicht die Venus, warum gerade der Mars? Weil die Mars befindet sich im 12. Haus und das hat auch eine Bedeutung und das kann ich so erklären. In diesem Moment, wo Timia geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen. Das ist wie ein Sonnenaufgang. Er blickt die Tageslicht, so wie sie die erste Atemzug geholt hat, erblickt die Tierkreiszeichen Löwe das Licht. Kurz davor geht in Osthorizont auf die aufsteigende Mondknoten, diese karmische Knoten und kurz danach der Planet Mars. Und erst dann wird sie geboren. Das heißt, wo die aufsteigende Mondknoten aufsteigt ins Licht und wo Mars, der Planet Mars, aufsteigt in Osthorizont und erblickt das Licht, deine Tochter ist noch im Mutterleib und wird erst
später geboren, etwa halbe Stunde, bei Mars vielleicht so halbe Stunde später geboren. Das heißt, sie ist schon vorbereitet zur Geburt, du auch natürlich. Und diese Planeten waren etwas schneller. Die Bedeutung ist diese Schattenseite. Aber nicht nur diese Schattenseite, was vielleicht falsch verstehen könnte, sondern es hat auch sehr viel Wunderbares hier in diesem Bereich, weil das ist die Haus, die Geheimnisse. Die Geheimnisse, und natürlich besteht hier die Neigung, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Besonders, was die aufsteigende Mondknoten hier zeigt. Wie eine karmische Lernaufgabe, die Forschung im Bereich Seele oder Geheimnisse. Natürlich in vielen Bereichen könnte man das verwenden. Und da kommt noch die Mars-Energie dazu, die Trieb. Die Kraft, diese Kraft zu haben, diese Energie, was alles in Bewegung setzt, dass sie in diese Richtung sich bewegt. Das könnte ein Bereich sein wie ein Detektivarbeit, und da kommt noch die Jungfrau Mond dazu, auch die Forschung, oder im Bereich Mysterien, Geheimnisse des Lebens, irgendwelche Geheimnisse entdecken, erforschen, oder die Psychologie, weil das ist auch etwas Verborgenes. Unserem Seelenleben, das Unbewusstes, die Tiefpsychologie, natürlich, das ist die Forschungsgebiet, was sie auch karmisch entdeckte im Leben, und dann kommt die Kraft dazu, das auch bewältigen alles, und auch diese Begeisterung, dieser Trieb, bei Mars ist natürlich die Trieb, setzt alles in Bewegung. Also das ist die Berufung. Dazu kommt noch Chiron oder Chiron im MC, im höchsten Punkt im Horoskop, die Berufung, natürlich wieder Heilung. Ob das jetzt in körperlicher oder seelischer Ebene, das hängt eh zusammen. Also das kommt auch noch dazu als Berufung. Also das ist die Forschungsgebiet, das ist die Wissenschaft. Und dann kann sie natürlich beides, auch die aufsteigende Mondknoten und auch die Mars-Energie, wunderbar nützen. Dann kommt die Jungfrau Mond dazu, dass sie auch das Gefühl dazu hat. Und Chiron oder manche sagen Chiron im MC natürlich, das ist auch die Begabung, die Heilung oder heilerische Beruf. Oder das Ratgeber oder Gespräche, damit eine Heilung kommt. Das ist die Berufung. Diese Begabung hat sie auf jeden Fall. Aber was bedeutet noch dieser Mars in diesem Bereich? Die Schattenseite. Und da braucht sie eine Lösung. Alles, was hier im 12. Haus befindet, da ist die Neigung dazu, dass man versucht, das in die Schattenseite zu stellen. Die Jungfrau Mond kommt damit klar, weil ein Jungfrau Mond muss nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Also ein Jungfrau Mond fühlt sich auch wohl, wenn er mal ein bisschen auf die Seite geht. Also da ist die Jungfrau Geborene sehr, sehr nüchtern auch. Aber ein Löwe Aszendent, das geht gar nicht. Ein Löwe darf man nicht in die Schattenseite stellen. Nein, das geht nicht. Ein Löwe braucht die Glanz. Ein Löwe braucht die Sonne. Ein Löwe braucht das Licht, wahrgenommen zu werden. Die braucht diesen Glanz. Und wenn sie diese Mars-Energie, das ist jetzt nicht ihre Weiblichkeit, weil das wäre die Venus-Energie, sondern hier geht es um Mars, die Kraft, die Mut, die Durchsetzungskraft. Wir Frauen haben auch
ein Teil von dieser männlichen Energie an uns. Wir brauchen auch die Mut und Kraft im Leben. Und das ist männliche Energie. Und diese Mars-Energie sollte sie ins Licht zu bringen, sichtbar machen. Dann befreit davon, von der Schattenseite zu sein. Das heißt, die Schwäche liegt daran, dass sie sich nicht durchsetzen kann im Leben. Und wenn es einmal passiert, ist das vielleicht noch okay, aber wenn das ständig passiert, man fühlt man sich frustriert, weil man ist unzufrieden mit sich selbst und macht Vorwürfe, oh, jetzt hast du wieder nicht Nein gesagt, oh, hättest das vielleicht, oder du solltest das mal durchsetzen. Man fühlt sich verletzt. Man fühlt sich verletzt. Dazu kommt noch ihre vage Betonung. Und die vage Betonung neigt auch dazu, alles in Harmonie zu halten, ja, niemand verletzen. Alles kommt zusammen. Und die Neigung ist, nicht Nein zu sagen, dann ja, niemand verletzen, dann nimmt sie sich etwas zurück. Und dieser Mars im 12. Haus, im Löwe, möchte mal gesehen werden. Wenn das sein muss, auch mal brüllen, das befreit sie, wenn sie das nicht traut, Auge zu Auge brüllen oder mal auf den Tisch hauen, dann soll sie im Wald zu krähen und schreien, damit sie ihr Wut befreit. Weil das passiert immer wieder im Leben und sie braucht diese Mars-Energie mal im Fluss zu bringen. Weil wenn das immer in die Schattenseite ist und unterdrückt wird, dann entsteht eine Art Hindernis oder eine Art Blockade. Und die Mars wartet darauf, befreit zu werden. Besonders im Löwe ist auch ein Feuerelement temperamentvoll, was auch gut passt zu die, natürlich zu die Löwe-Energie. Und damit kann sie das mal befreien. Und in dem Moment, und das hängt auch mit der Liebe zusammen, auch wenn das jetzt nicht diese mal jemand anzubrüllen, nicht unbedingt der Partner bedeutet, sondern vielleicht die Arbeitsplatz oder mal jemand, wo gemein ist, mal die Meinung zu sagen. Also es kann um anderen Lebensbereiche handeln, aber sie hat dann die Mars im Griff. Und in dem Moment, wenn Mars im Griff bekommt, dann befreit sich diese Energie und löst sich diese Blockade auf, die Hindernis, was sie natürlich energetisch überträgt auch auf die Partnerschaft. Weil hier entsteht Mars-Venus-Quadrat, steht im Horoskop und da hat sie eine Lernaufgabe und ich würde eher die Mars-Energie betonen und weniger die Venus-Energie. Bei Venus-Energie vielleicht, was sie verbessern kann, als Ergänzung die Skorpion-Venus zu leben. Die Skorpion-Venus ist erotisch. Das ist die Skorpion ist die Tierkreiszeichen, was zu Erotik, zu Sexualität zugeordnet ist. Und ein Skorpion-Venus ist leidenschaftlich. Und das ist in ihren Natur. Natürlich, wenn die Jungfrau Mond sich auch noch einmischt und hat diese Quadrat, man traut es nicht zum Freileben. Hier braucht man auch eine Art Befreiung. Und das ist die Sexualität zu ihren Natur stehen, dass sie eben diese Leidenschaft in sich hat. Und die Männer spüren das auch. Die haben dazu eine Spürnase. Sie hat nicht nur diesen Glanz durch Löwe-Aszendent, sondern Venus im Skorpion.
hat auch die erotische Ausstrahlung und als Waage geborene noch die Schönheit dazu. Das ist alles zusammen Löwe, Aszendent, Waage, Sonne und Skorpion, Venus. Das ist dann wirklich eine starke weibliche Energie und das wird wahrgenommen. Natürlich, die Männer nehmen das auch wahr. Die einzige, die das nicht wahrnimmt, das ist deine Tochter, weil sie hat dieses Bewusstsein nicht. Sie ist damit gar nicht bewusst, was sie ausstrahlt und wie wirkt auf anderen. Aber noch zurück zu Mars-Energie. Der Planet Mars wird auch bestrahlt von einem Stern. Und dieser Stern heißt Akubens. Akubens, dieser Stern Akubens, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Aber wirkt in diesem Bereich Löwe, weil diese Tierkreiszeichen, die verschmelzen sie sich miteinander. Es gibt keine exakte Abgrenzung, so wie wir das astrologisch beschreiben. Im Himmel sieht es anders aus. Übersetzt heißt dieser Stern Akubens Zuflucht oder Versteck. Es ist etwas versteckt. Und bei ihr noch die 12. Haus, die Geheimnisse des Lebens, die sucht das Versteckte. Vielleicht auch beruflich sogar ein Vorteil dieser Forschung, eine Forschungsarbeit, wo liegt das Kern, besonders wenn es um Tiefpsychologie geht. Also diesem Akubens ist ein Sternensystem versteckt in Tierkreiszeichen Krebs. Und bei Mars, bei weiblichen Horoskopen bedeutet der Mann. Bei den männlichen Horoskopen die Männlichkeit, bei weiblichen Horoskopen der Mann. Der Mann, natürlich muss die Löwe-Eigenschaften haben, Selbstbewusstsein. Muss nicht unbedingt in Tierkreiszeichen Löwe geboren sein, aber diese Eigenschaften auf jeden Fall, temperamentvoll und selbstbewusst. Aber sie sucht das Versteckte an diesem Mann. Irgendetwas, was nicht sofort sichtbar ist. Zum Beispiel, weil etwas berührt ihre Seele oder hat etwas Geheimnisvolles auf diesem Mann. Und das, was sie fasziniert, etwas Verstecktes an diesem Mann. Aber wenn wir schon bei den Liebesplaneten sind, schauen wir an die Venus. Hat Venus auch Einfluss auf ihren Horoskop? Ja, Venus bekommt auch einen Einfluss. Und das ist die südliche Schale und die nördliche Schale. Auf welchem Schale geht das überhaupt? Früher gaben die Tierkreiszeichen Waage nicht. Das haben sie die Römer eingeführt, etwa 100 oder 150 nach Christi Geburt. Es gab früher nicht. Bei den Ägyptern oder bei den Babyloniern, die haben auch die Sterne gedeutet, die haben die Waage noch nicht gekannt, obwohl die Waage gab immer im Himmel. Aber sie haben nicht als Tierkreiszeichen bezeichnet. Was für Waage ist es? Wenn wir von der Seite von Jungfrau betrachten, dann ist das der Waage, was die Gerechtigkeit symbolisiert, was diese Jungfrau in Hand hält. Also die Gerechtigkeit Sinn. Wenn wir von Seite von Skorpion betrachten, dann ist diese Waage die Schere des Skorpions. Aber das gleiche Bild. Nun, das wurde später als Tierkreiszeichen Waage bezeichnet von den Römern. Das ist auch die einzige Tierkreiszeichen, was nicht mit einem Lebenswesen zugeordnet ist, sondern sachlich. Hier bei diesem Waage geht um Gerechtigkeit,
oder das innere Gleichgewicht. Bei Venus-Energie, wenn hier um die Weiblichkeit geht und um die Liebe geht, natürlich ist wichtig, immer im inneren Gleichgewicht, in Harmonie zu bleiben. Das wirkt bei ihr sehr gut in die Liebe-Partnerschaft. Auch die Gerechtigkeitssinn, weil sie möchte nicht angelogen werden. Deswegen ist das, diese ganze Situation mit dieser Ex-Frau, es ist unangenehm, weil sie muss auch wissen, wer lügt. Eine von den beiden lügt. Also hier geht es auch um Gerechtigkeitssinn, was aber noch die Waage nochmal vermittelt, vergleichen mit jemand. Besonders, wenn hier in die weiblichen Energie handelt. Mein Rat ist für Sie, es ist nicht gut, wenn Sie sich als Frau mit anderen Frauen vergleicht, sondern sie soll eher mit ihren Werten Bewusstsein. Sie braucht auch dieses Selbstbewusstsein. Dann kommt sie näher zu die Löwe Aszendent. Und hier im Skorpion, Venus im Skorpion, auch solchen Gefühlen transformieren. Wenn sie sagt, andere ist vielleicht schöner oder hübscher, ich bin nicht gut genug. Wenn sie verliert ihren eigenen Wertschätzung, das ist natürlich ein Hindernis im Leben, sondern sie soll zu ihren Werten stehen und ja nicht mit anderen Frauen sich vergleichen. Und so bleibt sie in ihrem Bewusstsein, dann transformiert diese ganze Energie. Skorpion bedeutet auch Transformation und dann verliert ihr Ängste und ihren Zweifel, weil wenn das in Frage kommt, dieser Vergleichen mit anderen, dann fängt man an zum Zweifeln. Die andere ist vielleicht ein bisschen dünner oder jünger oder blonder, wie auch immer. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Die einzige, was zählt, das ist das Selbst. Ein Individuum zu sein, einzigartig. Sie ist einzigartig und sie soll ihre Einzigartigkeit besinnen. Und das Gesamte zählt, die Intelligenz, die Ausstrahlung, die leuchtenden Augen, auch die Weiblichkeit, Schönheit, die Ästhetik, die Gespräche, alles zusammen, ihre Persönlichkeit zählt. Und damit kann sie natürlich sehr gut wirken im Leben und beruflich, auch in die Liebe-Partnerschaft. Merkur steht auch in Tierkreiszeichen Waage. Hier handelt es sich um Gespräche und Kommunikation. Also die Neigung, andere ja nicht verletzen, immer so ausdrücken, fein ausdrücken, dass die andere das nicht missversteht. Also sie ist nicht grob, sie ist sehr feinfühlig und so ist auch ihre Sprache. Natürlich dieser Angriff von die Ex, das trifft voll, weil das ist nicht ihr Sprachstil. Damit kommt sie auch nicht klar. Bei Waage, Merkur ist vielleicht ein Nachteil sein kann, wenn das um Entscheidungen geht. Weil die Waagengeborenen, auch die Merkur-Waage, neigt dazu, alles ganz genau abwiegen, soll ich nicht. Manchmal verpasst man dadurch Chancen, Möglichkeiten oder verliert man zu viel Zeit. Jupiter ist die große Glücksplanet, bekommt auch einen Einfluss von Saginus. Und da hat sie nicht nur durch die Jupiter ein Glück, sondern Saginus ist auch ein Glück, weil das ist die Bärenhüter. Diesem Stern befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Und die Bärenhüter wacht über die großen Bär und die kleinen Bär. Die große Bär ist die Mama Bär, Callisto, und die kleine Bär ist ihr Sohn Arkas. Und übersetzt heißt dieser Stern Beschützer und ein Wächter. Also sie bekommt von diesem Stern, und daran liegt auch ihr Glück, ein Beschützer. Neptun
ist ein Planet, was sehr schwierig zum Deuten ist. Neptun hat wunderbare Eigenschaften, das sind die Träume, die Traumbilder, die Inspiration, die Intuition. Es ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Da ist so vieles zum Entdecken und da sind auch volle Geheimnisse. Ist auch ein sehr geheimnisvoller Planet. Aber Neptun kann auch so benebelt sein. Und natürlich dieser benebelte Zustand kann man schwer orientieren. Man bekommt schwer, das ist mehr das Gefühl, diese innere Stimme, Intuition. Aber schwierig ist, das zu erklären. Und mit Neptun-Energie ist nicht einfach alles klar und deutlich sehen. Oder das Fassen mit Verstand. Mit Verstand kommt man nicht an. Neptun hat auch andere Einflüsse, auch astrologisch. Weil das alles so benebelt ist, hat einen Bezug zum Alkohol, zu Drogen. Das ist dieser benebelte Zustand. Und wenn jemand so immer ausredet und lässt das alles in so undurchschaubar wirken, natürlich, dann sind die Betrügen oder... Und dieser Neptun in ihrem Horoskop befindet sich im Skorpion und bekommt einen Einfluss von Lesat. Diesem Stern Lesat heißt übersetzt Biss oder Stich. Und es kann auch bissig sein. Und mit der Verbindung zu Neptun handelt es sich um Betrug oder Lügen. Und das zeigt auch jetzt gerade diese Intrigen, was im Hintergrund läuft. Also es kann natürlich auch in anderen Lebensbereichen, auch im beruflichen, auch passieren, dass irgendwelche Intrigen kommen oder Lügen oder ein Betrug. Also sie soll im Leben mal im Allgemeinen achtsam sein, aber jetzt diesbezüglich, was sie gerade erlebt in die Liebe, kann natürlich auch die Ex-Frau sein, wo hier versucht, irgendwelche Intrigen zu machen und kommt ganz schön bissig. Pluto befindet sich in ihrem Geburtshoroskop in der Kreiszeichen Waage und bekommt auch einen Einfluss von Arcturus. Und diesem Stern Arcturus befindet sich auch bei Bärenhüter, die Wächter des Himmels. Also wieder wacht jemand über sie und es ist schön und angenehm, weil das sind alle Glückssternen. Jetzt schauen wir die Mondknoten an. Die Bewegung, die Mondknoten zurzeit ist im Löwe und Wassermann. Das habe ich erwähnt, dass sie natürlich auf ihr Leben gerade wirkt. Aszendent Löwe, Deszendent Wassermann. Aber wo war diese Mondknoten in ihrem Geburtsmoment? Die absteigende Mondknoten ist die alte Karma, die Essenz, was wir von früheren Leben bekommen haben. Da haben wir die Erkenntnisse, da kennen wir aus, da sind wir vertraut. Bei ihr befindet sich diese absteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, in früheren Leben hat sie Ziele gehabt, auch Anerkennung, Ansehen. Sie war auch bestrebt, ihre Ziele zu erreichen. Also sie hat von alten Karma her, von den alten karmischen Erfahrungen her, viel auch im Tierkreiszeichen Steinbock. Im Bereich, wo sie das auch lebt, das ist der beruflichen Bereich. Und natürlich ist sie dann dadurch im Beruflichen sehr ehrgeizig und sie natürlich erreicht auch viel, weil das ist der Bereich, wo sie vertraut ist, wo sie sich natürlich auskennt. Dann gibt die aufsteigende Mondknoten, aber bevor ich beginne mit aufsteigenden Mondknoten, noch kurz zurück zu diesem absteigenden Mondknoten, diese alte Karma in Tierkreiszeichen Steinbock.
Das ist auch wichtig zum Erwähnen. Hier bewegt sich zurzeit der Schicksalsplanet, der Planet der Karma, Saturn, also löst etwas karmisch bei ihr aus. Und jetzt zu aufsteigende Mondknoten. Wir haben alle Tierkreiszeichen in uns. Der eine ist mal stärker ausgeprägt, andere weniger, aber es gibt ein Tierkreiszeichen, wo wir nicht so vertraut sind. Und das, was wir lernen, da haben wir neue Erkenntnisse. Wir sollen das auch aneignen. Und so fühlen wir dann auch vollständig. Bei ihr ist diese karmische Lernaufgabe, was ihr fehlt, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs hat mit Familie etwas zu tun. Natürlich kann sie das auch im Beruf gut auch umsetzen im Beruflichen, weil hier geht es bei ihr natürlich bei diesem karmischen Knoten in ihrem Geburtshoroskop mehr um die beruflichen. Entweder die Beruf, Familie im Einklang bringen, kann natürlich auch sein. Bei Krebs kann auch bedeuten ein Familienbetrieb, Selbstständigkeit. Aber Krebs bedeutet auch im Bereich mit menschlichen Gefühlen zu arbeiten oder Familienausstellung oder Ahnenforschung, also schon ein Forschungsgebiet, sind wir wieder näher zu Psychologie. Aber bei ihr würde ich mal das so behaupten, dass ihre karmische Lernaufgabe ihre berufliche Ziele erreichen, weil sie sehr talentiert ist. Aber die Familie ist genauso wichtig. So 50% Mutter zu sein, eigene Familie zu gründen, um die Kinder kümmern, um die Ehe, Familie zu kümmern und natürlich auch beruflich möchte sie auch einiges noch erreichen. Sie möchte die Berufung nicht aufgeben und so kommt sie in Harmonie. Dann haben wir beschrieben, dass die Berufung liegt am Heilung, liegt am Psychologie, liegt auch um die Forschung, all diese Bereiche. Und es gibt ein Sternbild, was ihren Berufung bestrahlt. Das ist der höchste Punkt im Horoskop. Der höchste Punkt im Horoskop, was wir erreichen können. Da dehnt sich etwas aus, wie in einem Baum die Krone. Und das würde ich mal als Berufung bezeichnen, die wahre Berufung, wo man auch Anerkennung bekommt. Und dieser höchste Punkt im Horoskop wird von Perseus bestrahlt, diesem Sternbild Perseus. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Dann wird sie vielleicht besser verstehen, was das für sie in ihrem Leben bedeutet. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia hat eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste überhaupt. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen hat es nicht gefallen und haben sofort bei Poseidon, bei Gott des Meeres, beschwert. Poseidon schickte die Walfisch in diesem Königreich, die Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch bestrafte aber nicht die Königin, sondern nahm Andromeda und fesselte zu einem Felsen. Das war die schöne, gefesselte Königstochter. In die Nähe war Medusa, die furchterregende, und Andromeda hatte Angst gehabt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel und schneidete den Kopf von Medusa ab.
Und das war die Befreiung von Andromeda. Und die beiden, Andromeda und Perseus, die verliebten sich und kam die geflügelten Pferd Pegasus und die beiden sind davon geflogen. Das war die Befreiung von Andromeda. Natürlich hat das eine symbolische Bedeutung, von Ängste zu befreien. Und diese von Ängste zu befreien, das bedeutet bei ihr gar nicht, dass sie diese Ängste hat, sondern Perseus wirkt bei ihrem Horoskop, bei ihrer Berufung. Sie befreit andere Menschen von ihren Ängsten. Im Horoskop gibt es die Lebensbereiche, was wir als Häuser bezeichnen. Und ich nenne diese Häuser, die Eingang zu diesen Lebensbereichen, als geheime Toren. Und schauen wir an, welchen Sternen bestrahlen ihren geheimen Toren. Aszendent haben wir besprochen, Deszendent haben wir besprochen, die höchste Punkt im Horoskop haben wir auch besprochen und jetzt schauen wir die anderen Lebensbereiche an. Die zweite Haus hat einen Bezug zu Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch zum Finanzen. Das steht bei ihr in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist das Tor zum zweiten Haus. Dieses geheime Tor, das Tor zu Werten und Finanzen, wird von Zosma bestrahlt. Diese Zosma bedeutet der Schulter der Löwe, aber so wird beschrieben, die Löwe kehrt zurück. Die Löwe kehrt zurück. Und das würde für sie bedeuten, wenn sie zu ihrem eigenen Selbstwertgefühl steht, dann genau das bedeutet auch dieser Stand, die Löwe kehrt wieder zurück. Weil das wiederkehrend ist, sie hat diese Löwe-Eigenschaften schon in einem früheren Leben gelebt und hier hat sie auch eine Aufgabe, das zurückzuholen. Die Löwe kehrt zurück, das selbstbewusste Dame. Das ist die Selbstbewusstsein. Bei den Babylonier gilt dieser Stern Zosma als die Göttin, die Prophezeiung, die Göttin, die Orakel. Das heißt, das gehört auch zu ihren Werten, die hat diese Vorahnung und sie kann vieles voraussagen. Die anderen Häuserbereiche gibt keinen direkten Einfluss, wo ich aber noch einen Einfluss sehe, das ist das fünfte Haus. Die fünfte Haus ist eine Löwehaus. Die fünfte Haus hat eine Analogie zu Löwe. Die Haus, die Kinder, auch die Lebensfreude. Natürlich kann das die eigenen Kinder bedeuten, aber bedeutet auch das innere Kind. Oder mal unbeschwert zu sein in unserem Leben, mal unbeschwert das Leben vielleicht mal so betrachten wie ein Theater, wie eine Bühne und wir sollen selbst die Hauptrolle spielen, wir selbst sollen die Drehbuch schreiben, bestimmen unserem Leben und sogar selbst auswählen, mit welchem Schauspieler spielen wir dieses Theaterstück. Also ein bisschen spielerischer mit eigenem Schicksal, mit eigenem Leben zu leben. Das heißt nicht kindisch zu sein oder das Leben zu verspielen, sondern wir brauchen auch diese Leichtigkeit. Mal Kind zu sein, mal unbeschwert wie ein Kind zu sein. Und dieses fünfte Haus ist auch die Lebensfreude. Und dieses fünfte Haus hat auch ein geheimes Tor und wird von Sabik bestrahlt.
Und Sabik, dieser Stern Sabik, befindet sich in Schlangenträger. Das ist die Knie von der Schlangenträger. Das heißt, sie soll sich nicht vor anderen niederbeugen, sondern zu ihren eigenen Werten stehen. Dieser Sabik, dieser Stern Sabik, heißt übersetzt die Vorausgehende. Da wieder ein Hinweis darauf, dass sie vieles vorausahnt, was da kommt. Und sie kann das natürlich lebendig machen, wenn sie unbeschwert da einen Zugang bekommt wie ein Kind. Spielerisch kann dann dieses Talent natürlich auch leben. Dieser Sabik im Schlangenträger, vielleicht da erwähne ich auch diese mythologische Geschichte, dann versteht man das viel besser, die Wirkung von diesem Sternen. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt, der Sohn von Apollo, von der Sonnengott Apollo. Einmal gab ein Königssohn, ein Kind, und dieses Kind ist einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios, dieser Schlangenträger, musste das Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte das Gift in sich, der anderen Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Und der Schlangenträger, dieser Asklepios, musste eine wichtige Entscheidung treffen. Hier ging es um Leben und Tod. Mit was heilt dieses Kind? Von den Heilkräutern oder von diesem Gift? Zum Glück hat Asklepios die richtige Heilmittel gefunden und hat mit diesem Heilkräuter das Kind gerettet. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Die Einflüsse von außen. Es ist immer wieder möglich, dass Kontakte kommen an ihrem Leben. Die eine kommt mit Gift, also mit Lügen, andere kommt mit Heilkräuter. Und wenn sie diese spielerische Art in sich hat, weil immerhin das ist die fünfte Haus, die Lebensfreude, was sie natürlich leben soll, dann wird sie leicht erkennen, wer lügt und wer sagt die Wahrheit. Nicht Kind zu sein oder kindisch zu sein, wie das Kind im Honigtopf, weil wir wissen, dass die Lüge immer schön verpackt ist, honigsüß. Und dann fallen wir immer wieder in diesem Honigtopf. Und wenn wir immer wieder in diesem Honigtopf fallen, dann sind wir wie ein Kind, glauben wir alles. Und hier ist für sie wichtig eine Leichtigkeit und immer wenn Informationen kommen, mit Leichtigkeit das beurteilen, ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge. Dann 11. Haus. Der Tor, der geheime Tor zum 11. Haus, das ist die Haus, die Freunde, die Bekannte, dann auch Menschen in einer Gruppe, gleichgesinnte Menschen, ein Verein oder eine Partei, wo man sich Menschen treffen. Aber auch die Haus, die Hoffnung, wird von Riegel bestrahlt. Dieser geheime Tor zum 11. Haus. Der Haus der Hoffnung und die Haus der Freunde. Dieser Riegel, dieser Sternriegel, befindet sich in Sternbild Orion. Das ist der linke Fuß der Orion. Orion ist der himmlische Jäger. Und dieser himmlische Jäger vermittelt uns auch eine Botschaft. Manchmal muss etwas absterben, loslassen, verabschieden, damit etwas Neues entstehen kann. In diesem Bereich macht deine Tochter die Schritte. Das heißt, von manchen Freunden verabschieden, weil es tut nicht gut, wählerisch zu sein. Dabei hilft die Jungfrau Mond, weil sie fühlt es auch,
Die innere Stimme sagt es sowieso und so kann die Entscheidungen treffen und die schützt sich von Enttäuschungen, was von Bekannten oder Freunden kommen kann. Dann öffnen wir die geheime Tore, geheimnisvolle Haus, 12. Haus. Die Verborgenen, das ist die Haus, was kurz vor ihrer Geburt in Osthorizont aufstieg. Pollux bestrahlt diese geheime Tor. Dazu ist auch nochmal eine Geschichte. Es gab eine Königin Leda, eine wunderschöne Frau. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und eroberte Leda und Leda wurde schwanger. Von dieser Beziehung kam dieser Pollux, was hier bestrahlt diese Tor. Das Problem war aber, dass diese Leda war verheiratet mit dem spartanischen König und von ihm gebar auch ein Sohn Kastor, die Zwillinge. Das sind die zwei Hauptsternen in Tierkreiszeichen, Zwillinge. Hat auch eine Botschaft. Kastor, der Sohn von dem König, ist menschlich. Pollux, der Sohn von Zeus, ist göttlich. Und da vereinen sie sich in Tierkreiszeichen, Zwillingen. Und das ist für uns eine Botschaft, auf dem höheren Bewusstsein zu gelangen, bewusst zu sein, dass wir ein Teil von der göttlichen Schöpfung sind. Das ist schon einen anderen Bewusstseinszustand. Und damit öffnet sie sich mit diesem Pollux, mit diesem göttlichen Bewusstsein, die geheime Tor zu diesen Geheimnissen. Und weil das ist die Tierkreiszeichen oder dieser Haus, dieser Bereich, was kurz vor ihr Geburt in Osthorizont aufgestiegen ist und erblickte die Tageslicht und sie war noch im Mutterleib, heißt hier dieser Planeten, was ich schon Anfang erwähnt habe, Mars und aufsteigende Mondknoten ist kein Planet, das ist ein Schnittpunkt im Himmel, aber wirkt auf unserem Leben, wirkt auf unserem astrologisch auch. Die sind kurz davor aufgestiegen in Osthorizont und sie war noch im Mutterleib. Und die warten drauf, geboren zu werden. Für sie würde das bedeuten, eine zweite Geburt. Eine Neugeburt, frei zu sein, das zu befreien hier. Und die Tor, wie sie das öffnet, diese Neugeburt für sich, das öffnet sich mit Pollux von die Zwillinge, die göttliche Bewusstsein, das höhere Bewusstsein, eine andere Dimension. Anna, du bist ihre Mutter. Überlege mal, was war während der Schwangerschaft, weil das hat mit der Schwangerschaft was zu tun. Hast du Verletzungen gehabt während der Schwangerschaft oder hast du Angst gehabt während der Schwangerschaft oder jemand hat dich angegriffen in dieser Zeit, weil das ist hier geprägt. Das Baby im Mutterleib erlebt es und da kommt diese Spannung. Das heißt nicht, dass du jetzt Schuldgefühle haben sollst, überhaupt nicht. Aber es musste etwas passieren in dein Leben, dass du plötzlich Angst bekommen hast. Oder du könntest nicht durchsetzen, das ist die Mars-Energie. Oder war eine männliche Person, die dich angegriffen hat in dieser Zeit, weil das natürlich spielt sich das alles in Unbewussten ab, aber das ist dieser Mars in 12. Haus. Oder war eine Verletzung oder Krankheit oder ein Unfall? Dann kannst du das vielleicht besser erklären, woher kommt das alles? Ich habe auch
sein Horoskop angeschaut. Ich weiß zwar die Geburtsurzeit nicht, ich kann die Aszendent nicht bestimmen, ich kann die Häuser nicht bestimmen ohne Uhrzeit, aber ich weiß, wo die Planeten stehen und das habe ich mal vergleicht, die Frage mal zu beantworten, passen die beiden zusammen, ja oder nein. Er ist in Tierkreiszeichen Wassermann geboren, deine Tochter in Tierkreiszeichen Waage. Passt wunderbar zusammen, weil verbindet sich zwei Luftelement. Sein Mond steht in Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich, hier läuft gerade die Mondknoten, die aufsteigende Mondknoten. Bei ihm aktiviert auch etwas Karmisches. Passt sehr gut zu deiner Tochter im Jungfrau. Weil das sind die Nachbarn, Tierkreiszeichen, Löwe, Jungfrau, und sie ergänzen sie sich wunderbar. Das, was bei den Löwen fehlt, die Ordnung vielleicht oder den klaren Verstand, das gibt die Jungfrau, und die Jungfrau bekommt auch vieles von Löwe, die Herzenswärme oder die Selbstbewusstsein. Das ist die Ergänzung, weil sie stehen ganz nah. Und das ist die seelische Bereich, das ist die Gefühlsebenen. Die Kommunikation. Bei ihm steht Merkur im Wassermann, bei deiner Tochter im Waage. Wieder harmonisiert wunderbar, weil verbindet sich zwei Luftelement. Was die Liebe betrifft, da haben sie eine 150 Grad Entfernung und das ist ein sehr geheimnisvoller Quinkungsaspekt. Das ist mal ein bisschen unterschiedlich. Er sieht die Liebe, Leidenschaft mit anderen Augen wie sie, aber sie können sich auch sich ergänzen. Und von allem, bei ihr ist die Venus, bei ihr ist die Venus im Skorpion, sehr leidenschaftlich. Bei ihm ist die Venus im Widder. Natürlich auch die Leidenschaft spürbar ist. Und natürlich kommt noch die Mars-Energie, weil er ist ein männlicher Horoskop, das muss eher die Mars betonen. Aber jetzt mal die beiden Venus, Mars steht bei ihm auch im Widder. Also beide, bei ihm ist Mars und Venus beide in Tierkreiszeichen Widder. Und über die Tierkreiszeichen Widder herrscht der Planet Mars. Und über die Tierkreiszeichen Skorpion ist der alte Herrscherplanet, auch die Mars. Also von dem Herrscherplanet her, wieder Skorpion natürlich, haben dann auch einen Zugang zueinander, die Temperament, die Leidenschaft. Und wenn ich jetzt die Mars-Energie vergleiche bei den beiden, bei ihm ist die Mars im Widder, bei ihr ist die Mars im Löwe, da verbinden sich wieder zwei Feuerelemente, also sehr, sehr temperamentvoll. Und was noch interessant ist, dass sein absteigender Mondknoten, also sein alter Karma, befindet sich im Skorpion und deine Tochter ist die Venus im Skorpion. Also das ist nochmal ein Hinweis, dass die beiden eine karmische Verbindung miteinander haben. Und seine Lernaufgabe, karmische Lernaufgabe, geht in Tierkreiszeichen Stier, etwas im Besitz zu nehmen oder um die Finanzen kümmern oder mal umsetzen in die Realität seine Ziele. Viel ist ihm wieder bei ihm, dann kommt die Luftelement, also Feuer-Luftelement, ist er betont, da fehlt bei ihm die Erde-Element, die Bodenständigkeit oder dass er seine Ideen, seine Begeisterung in Realität umsetzt. Natürlich dabei kann deine Tochter sehr gut ihm helfen mit Jungfrau Mond, weil das ist schon die Bodenständigkeit. Dann in dieser Zeit, die Begegnung war viel Einfluss von Wassermann und das ist natürlich wieder die absteigende Mondknoten, alte Karma, also einige Planeten im Wassermann und das löst etwas aus. Karmisch hat was ausgelöst und Saturn im Steinbock natürlich auch die Lebensfreude wurde geweckt. Und die Planeten im Wassermann
Bei deiner Tochter ist die Tor zum siebten Haus, zum Partnerschaft, öffnet sich etwas in Partnerschaft und die karmischen Knoten wird da auch aktiviert. Und Mars in diesem Zeitpunkt, der Mann in diesem Zeitpunkt, wo sie im Urlaub war, wo sie sich begegnet haben, wo sie sich kennengelernt haben, in diesem Zeit befand Mars im Schütze. Und Schütze hat einen Bezug zum Ausland. Der Mann kommt von Ausland. Und das Bereich, wo das bewegt, im vierten Haus, wie zu Hause zu sein, verankert zu sein. Das ist nicht die Leidenschaft oder sofort die Partnerschaft, sondern dieses Gefühl zu haben, da bin ich verankert. Da sind meine Wurzeln, obwohl das eine Auslandsbegegnung ist, also das ist nicht von der Nähe, aber trotzdem ist diese Verankerung, dieser Vertrauen, dieser Urvertrauen war von auf jeden Fall von seiner Seite da, das ist die Mars-Energie. Jetzt habe ich noch einen Blick geworfen auf die Jahreshoroskop. Jahreshoroskop oder Solarhoroskop bedeutet nicht von 1. Januar bis 31. Dezember. Bei den Menschen, die im 1. Januar geboren sind, ja, aber das ist nicht die Bedeutung, sondern ein Jahreshoroskop bedeutet, wenn die Sonne exakt die Position erreicht hat, wie das im Geburtsmoment stand. Nicht die Uhrzeit zählt, sondern die Gradzahl. Die Sonne muss immer in diesem Punkt stehen, wie in dem Moment der Geburt. Und sie ist im September geboren. Und deswegen schauen wir mal, was war ihr Jahresthema von Beginn von September 2017 bis September 2018, weil das ist ihr Jahreshoroskop. Von September bis September, also von 2017 bis September 2018. Die Themen waren Sicherheit, Stabilität oder immer noch, weil sie befindet sich noch in diesem Zeitqualität. Das heißt, momentan braucht sie die Sicherheit und Stabilität. Und welchem Bereich kommt in diesem Jahreshoroskop die Veränderung? Das ist im siebten Haus, die Liebe-Partnerschaft. Die Liebe-Partnerschaft löst, also in diesem Jahreshoroskop, in diesem Solarhoroskop, löst etwas aus in die Partnerschaft. Natürlich entstehen noch ein bisschen Unklarheiten oder Unsicherheiten da, aber das war die Jahresthema Liebe-Partnerschaft und die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Was kommt in die nächste Solarhoroskop? Und es beginnt September 2018 und dauert bis September 2019. Die Thema wird selbst zu sein, selbst die Zügel in Hand zu nehmen, sich selbst in Mitte zu stellen. Also die Thema wird die Löwe sein oder die Selbstbewusstsein. Wo wird die Veränderung kommen? Das kommt von Ausland, die Ausland. Ist die Veränderungen. Und Saturn wirkt im fünften Haus, das Haus des Löwehaus, das Haus des Kindes. Entweder fühlt sie sich frei, befreit und lebt ihre Kreativität, ihre schöpferische Kraft, ihre schöpferische Energie, Löwe in vollen Zügen. Aber es ist auch möglich, ich möchte nicht behaupten, aber wir sind bei Haus des Kindes, wenn sie so befreit fühlt, es öffnet sich etwas zu den Kindern. Also ich schließe nicht aus, dass in diesem Zeitraum sie auch schwanger wird. Weil das hat mit Kindern, mit Haus des Kindes zu tun hat. Und das war diese Beratungsvideo. Liebe Anna, ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken für deinen Auftrag. Und ich möchte mich bedanken auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.